Herzlich willkommen zur Gemeinderatssitzung. Ich begrüße die Kollegen, das Publikum, trotz mehrerer Veranstaltungen heute haben wir ein paar Zuhörer. Aufgrund des mehrfach geäußerten Wunsches werden wir schauen, wie wir heute schnell sind, weil wir auch einmal so veröffentlicht wird, wie ich das schon vernommen habe. Ich darf die Beschlussfähigkeit feststellen, wir sind vollzählig anwesend. Eine Entschuldigung, bevor ich zum Bericht des Bürgermeisters komme, darf ich zu einem freudigen Anlass einem unserer Gemeinderäte gratulieren. Wir haben da Hans-Peter hat einen Tobias bekommen. Darf ich die Blume der Wahl bestellen lassen für deine Frau? Danke. Da drin ist die obligatorische Baby-Erstausstattung zu melden. Herzlichen Glückwunsch, Gabi. Für jeder neue Gemeindebürger ist eine Freude. So, ich komme zum Bericht des Bürgermeisters, der mich da versuchen auch kurz zu halten. Kurze Lagebericht zum Thema Asyl. Die Zahlen, die da jetzt auch von den 84 Personen, 35 unter Jugendliche unter 18 Jahren, stimmt nicht mehr ganz, weil vorige Woche wieder zwei Familien uns verlassen haben. Wir haben jetzt zurzeit in der Bilau eine Unterbelegung, das heißt, da wohnen zurzeit nur 4 Leute, glaube ich, im Moment. Und da kommen dann welche neuen vermutlich nach. Sie bringen sich sehr aktiv ein. Sie sind teilweise Christen, sind in der Kirche aktiv. Wir haben von der Gemeinde her eben 3 Personen, die jetzt sicher schon beobachtet worden sind, unter Anleitung des Wirtschaftshofes, die Blumenbeete pflegen. Da haben wir ausgetauscht gegen den Maschinenring, der das immer gemacht hat. Was ganz besonders positiv ist, ich war jetzt vorigen Samstag wieder unten, sind die Deutschkenntnisse, die massiv voranschreiten. Sie haben durch die Freiwilligen angeboten, Deutschkurse in 3 Klassen 9-mal die Woche. Also es finden 9-mal die Woche Deutschkurse statt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Wir haben auch gehabt einen Herrn, der sich nicht so gut eingefügt hat, beziehungsweise doch andere Ansichten hatte zu Kultur im Allgemeinen, also etwas, was nicht ganz dazu passt, hätte auch dazu führen können, dass er unter eine Missstimmung hineinbringt. Ich glaube, wir haben beim Land jetzt so lange interveniert, bis er eine Vater ist mit der Familie dann verlegt worden. Er ist aber in einer anderen Unterkunft in der Steiermark gekommen. Das ist, glaube ich, auch für das Ganze recht konsequent, dass man schauen, dass da wirklich nichts passiert, dass da irgendwelche Missstimmungen aufkommen. So, der zweite Punkt beim Kreisverkehr. Wir haben beim Kreisverkehr mehrere Punkte, und zwar gemeinsam mit der Platzgestaltung die neuen Zufahrtsregeln. Wir haben da oben jetzt ein schönes Bild, das wird auch in den nächsten Video bei Nachrichten erscheinen. Wir haben das Kuratorium für Verkehrssicherheit vor Ort gehabt. Wir haben mit einer Kamera, die natürlich Gesichter und Nummerntafeln unkenntlich gemacht hat, durch eine Zeit lang haben die das Ganze überwacht und geschaut, wie geht es am leichtesten, dass dort der Verkehr flüssig funktioniert und vor allem sicher für die Kinder. Das heißt, wir haben, wie ein Schaufall ist, endlich den Zebrastreifen verlegen dürfen, dort wo er hinkehrt, beim Kreisverkehr von dieser Richtung, wo wir jetzt ankommen. Und wir haben auch die Empfehlung bekommen und warten da noch auf die Verordnung, deswegen sind die Tafeln noch verhüllt, dass vor der Schule direkt am Platz eine sogenannte Begegnungszone jetzt ist, wo eine Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h ist. Also ich sage, ein Zebrastreifen führt dort nur zur Verwirrung auf diesem Platz. Man sollte mit der Begegnungszone arbeiten. Das wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, bis sich alle daran gewöhnt haben, aber am Sonnenfelsplatz in Graz funktioniert es ja auch. Was Sie noch angeregt haben, ist dadurch, dass wenn man aus dem Kreisverkehr herauskommt,
die ehemalige Ausstiegsstelle hier sehr oft zu Sichtbehinderungen bzw. abrupten Bremsen geführt hat und zusätzlich die Kinder, die von dieser Seite gekommen sind, sie dann drüber gehen konnten drauf, weil da eben immer Autos gestanden sind, die dann ausgepackt haben, teilweise ist es auch gefährlich unter dem Rückspiegel, dass auch ganz Kind gar nicht gesehen hat. Das heißt, wir sind dann der Anleitung des Kuratoriums gefolgt und haben da vorne mit den Bollern zugemacht und haben da hinten eine Haltezone, die bitte nicht zum Parken gilt, geschaffen, wo man hineinfahrt und das Kuratorium hat dann gesagt, die meisten drehen ja auch wieder um. Das heißt, da ist es in dem Bereich auch möglich, dann gleich zu wenden. Vor allem, wenn dann die 20 sind, wird es keiner mehr anders tun, hoffentlich. Die zweiten Probleme, die es gegeben hat, war das wilde Parken da. Es ist jetzt mittlerweile mittels Blumenkisten gelöst worden, dass dieser eigentliche Gehsteig, der da am Rand entlang geht, auch quasi erkenntlich ist und da vorne direkt keiner mehr parkt und so auf die Einfahrt in die Fahrgasse gegeben ist. Was noch fehlt, ist eben jetzt der markierte Behindertenplatz, der noch folgen wird, den wir aufgenommen haben von ein paar Bürgern, die gesagt haben, sie tun sich schwer, wenn alles zugeparkt ist, dass sie wenigstens draußen einsteigen können. Und der Parkplatz hinter der Veranstaltungshalle ist durch die Fertigstellung der Lärmschutzwand jetzt auch benutzbar. Und da ist unser Anliegen natürlich an die, die länger parken, beziehungsweise die mehrere, dass sie vornehmlich da hinten parken, dass vorne im Parkplatz frei bleiben fürs Ein- und Aussteigen. Am 6. August findet dann die feierliche Einweihung statt. An der Einladung wird gerade gefeilt. Das Ganze wird aus Kostengründen gemeinsam mit dem ÖKB gemacht. Das heißt, es wird ab ca. 12 Uhr die Feierlichkeiten beginnen mit der eigentlichen Einweihung und Segnung und Ansprache durch uns als Gemeinde. Und im Anschluss wird dann bis zum Einmarschieren des ÖKBs, der dann im Anschluss auch einen Dämmerschoppen abhält, damit wir das Zelt auch gemeinsam nutzen können, Fahre mit Tanzgruppen aus Illauf und anderen Programmpunkten diese Zeit überbrücken, bis dann die Bezirksfeier des Kameradschaftsbundes stattfindet. Und so kann das Zelt eben für alle genutzt werden, es wird den Schulpark dabei aufstellen werden. Ein weiterer Punkt ist die Lärmschutzwände. Da gibt es einen Traumatum, da sieht man die neue Lärmschutzwand an der Aspinak, die ja jetzt errichtet wird, die geht von nach der Autobahnauffahrt eigentlich, Autobahnauffahrt bis Ende Schadendorf daher. Das heißt, die Lärmschutzwand wird dann ziemlich das ganze Ortsgebiet, dort wo ich wohne, für die, die es wissen, wird es wahrscheinlich nichts bringen, weil die eigentliche Autobahnauffahrt kann nicht gesichert werden, aber für das Hauptortsgebiet herinnen, da wird der Lärmschutz schon bis zu einer Höhe von 4 Metern in einer modernen Form errichtet werden. Was dazu ganz neu erst heute hereingekommen ist, sage ich gerade, es wird eine befristete LKW-Sperrung bei der Mikro-Unterführung geben, weil die Brücke tut ja, die Brücken werden ja alle mitsaliert. Und da wird es jetzt kurzzeitig dort zu Fahrverboten für LKWs kommen. Bei dieser Brücke die Anrainer direkt dahinter die Gewerbetreibenden sind informiert und wir werden es dann auch noch kenntlich machen auf dem schwarzen Feld. Dann hat es weitere Lärmschutz, ihr wisst, es hat weitere Lärmschutzmaßnahmen geplant, die vom Land gefördert geworden werden im Bereich, wenn man hinauffährt, die Baggerstraße auf der linken Seite nach dem Friedhof, also im Bereich Siedlungsstraße und gegenüberliegend einfach Bachweg. Und diese Maßnahmen sind uns jetzt vom Land, da es leider nicht gelungen ist, die notwendigen Grundstücke zu bekommen. Noch gelungen ist, sind diese Bauprojekte auf 2017 verschoben worden von Landesseite her. Also das ist leider nicht möglich gewesen, diese Grundstücke. Das wäre nämlich unsere Aufgabe gewesen, so zu besorgen. Wir haben aber keine Einigung mit den Grundstücksbesitzern erreichen können. Was schade ist, aber wir arbeiten weiter daran, dass wir das im Jahr 2017 umsetzen können. Das würde nämlich notwendig gewesen wäre zur Erklärung, die geförderte Ausführung wäre in Form eines Erdwalls gewesen und dafür hätte man unbedingt nicht hätten die eigenen Grundstücke, die wir haben, dort nicht ausgereicht. Und deswegen muss man schauen, dass man mehr Grundstücke kriegen, sonst würden sich die Kosten der andere Ausführung wäre massiv erhöhen. Aber wie gesagt, es werden diese ganzen Punkte in den nächsten Wochen Nachrichten auch die noch ganz genau erklärt werden. Also das ist von der Schule. Jetzt müssen wir schauen, ob wir da noch was haben. Dann noch ganz kurz, dort bei der Einleitung des Kreisverkehrs werden auch zwei Tafeln auf der Mauer
Also wenn man jetzt vor dem neuen Kirchturm steht und Richtung Kreisverkehr schaut, wenn dort zwei Tafeln angebracht werden, die dann feierlich enthüllt werden, wo einerseits der Bewurf und andererseits der Nepomuk erklärt werden, und damit das Interesse zu steigern, damit die Leute sich für die Geschichte von Nepomuk interessieren. Dann eine kurze Information zum Hochwasserbecken. Leider kommt es da jetzt wahrscheinlich zu einer noch mehrigen Verzögerung, was das Liebhochbach-Lusenbach-Hochwasserbecken betrifft, da jetzt die Ausschreibefrist zu Ende war, aber in der Phase des Stillhalteabkommens es einen Einspruch gegeben hat, einer der Begünstigten, und jetzt ist die ganze Sache beim Verwaltungsgericht. Durch das Instanzenzug, der in den letzten Jahren verkürzt wurde, ist das die einzige Instanz, die möglich ist, und so kommt es laut Auskunft zu einer maximalen Verzögerung von 3 Monaten mit dem Baubeginn. Ich hoffe, das wird auch eingehalten. Das ist die Auskunft, die wir dort erhalten haben. Genau, was ich noch vergessen habe im Kreisverkehr, aber das sieht man am Plan da oben eh nicht, ist die Verlegung der Bushaltestellen, die hat zu Anfragen geführt, das möchte ich vielleicht auch noch erklären. Wir haben die eine Bushaltestelle gegenüber vom Lercher, wenn man vom Kreuzberg jetzt kommt, verlegt bis nach vor zum Kreisverkehr. Das war auch eine Empfehlung des Kuratoriums, beziehungsweise ist das dann von der GKB betrieben worden, weil man gesagt hat, durch den Wegfall der Druckknopfampel, wenn der Bus stehen bleibt, die Kinder aussteigen, können sie gesichert vor dem Bus die erste Hälfte des Zebrastreifens überqueren, weil die Autos doch ziemlich schnell vom Kreuzberg daherkommen. Und dort in dem Bereich wird auch noch das Wartehäuschen wieder aufgestellt, weil da hat es schon Bürgeranfragen gegeben. Und der letzte Punkt meines Berichtes befasst sich mit dem Aktionstag der invasiven Neophyten. Da hat der Herr Pagler sich eingebracht und ist an die Gemeinde herangetreten und an das Land. Und ich habe mit der zuständigen Dame von der Landesabteilung ausgemacht, da ja bei uns diese Aufgabe in den letzten Jahren schon ganz toll von Tony Blaschus übernommen worden ist, der sich darum gekümmert hat und wir ja auch schon im Jahresbeginn vereinbart haben, dass er mit Teilen der Flüchtlinge, die sich dazu freiwillig bereit erklärt haben, massiv gegen dieses Problem vorgehen wird und die quasi fachgerecht entsorgen wird, weil es gibt ja da neue Bedrohungen, zum Beispiel kann man online anschauen, greifen viele nicht. Und dazu wird die Frau Dr. den Namen vergessen, vom Land zu uns in die nächste Umweltausschusssitzung, aber sie hat sich bereit erklärt, kommen wird das Ganze dort erklären und dort werden wir einen Modus finden. Es ist zwar am 2. Juli dieser Aktionstag, aber wir können das auch im Anschluss machen. Es muss jetzt nicht unbedingt, falls es nicht mehr ausgeht, der 2. Juli sein, es kann auch im Anschluss sein, wo wir dann quasi, wenn der Umweltausschuss dieser Empfehlung folgt, in ähnlicher Form, wie wir den Gemeindebundestag vielleicht auch in eine weitere Bevölkerung einbinden, damit wir dieser Invasion quasi Herr werden. Also darf ich schon dich darum bitten, das zu übernehmen, damit wir auch den Toni Blaschzug da einbinden, damit er das auch in weiter so betreibt. Mach doch ohne den Ausschuss. Okay. Somit beende ich den Bericht des Bürgermeisters und wir kommen zur Fragestunde und ich darf um eure Fragen bitten.